Hallo und willkommen zu unserem Kurzguide zur Nebenmission 45 in Dragon Quest 11, Wasser auf die Mühlen der Justiz. Die Quest bekommen wir von der Meerjungfrau auf dem Schiffswrack im unteren Teil von Nautica und wir schalten ihn frei bei der Rückkehr nach Nautica, nachdem ihr die Harfe der Lorelei wieder erlangt und Molchow besiegt habt. Achtet auch darauf, euch im Palast der Königin oder von der Königin in einen Fisch verwandeln zu lassen, um in diesen unteren Bereich hinunterzukommen. Wir sollen der Meerjungfrau die Kopie der Akten des Tangwalds bringen. Und wo ihr diese findet, das zeige ich euch jetzt als nächstes. Das Questziel hier befindet sich auf der Insula Occidentalis im Westen von Erdria. Hier seht ihr den Punkt, der gerade blinkt, da bin ich. Und den betreten wir jetzt, um die Kopie der Akten zu finden. Auf der Insel dann angekommen, gehen wir ganz in den Osten der Insel in die Hütte, dort wo auch das Bettzeichen vermerkt ist, und öffnen die Truhe. Und mit dem Quest-Item in der Tasche gehen wir zurück zum Auftraggeber. Zurück in Nautica und zurück zum Fisch verwandelt, brauchen wir die Quest dann wie gehabt einfach nur noch abzugeben. Und bekommen zur Belohnung ein Siegel des Souveräns. Und damit wäre auch Nebenquest 45 in Dragon Quest 11 abgeschlossen.